gerne, ich lasse den Stream noch nebenher laufen. Dann auch vielen Dank für dein Lörkchen. So, Winterstirring. Okay, das scheinen so ältere Autos. Speed Junkies born before base jumping and energy drinks were invented, motorsport was one of the only ways to get their fix. Many were combat veterans from World War II, the top guns of their era, who sought new ways to batter the enemy. And so they raced monstrously powerful lightweight contraptions with no seat belts, which were probably more terrifying than the fighter planes they flew in the war. Da gibt es eine Horrorfilmreihe drauf, passiert das Spiel so schönen Abend. Euch noch. Ah, okay. Cool. Gut zu wissen. Ja, dann viel Spaß auf jeden Fall. Dann viel Spaß. So. Ihr nächstes Rennen findet in Watkins Glen statt, einer historischen Austragungsstätte des Großen Preises der USA. Okay. Okay. Toll. Oh Mann. Die haben mich ja mal richtig erwischt eben. Da musst du mich zu erschrecken, wegwürgen. Alter. Also, jetzt hast du mich erwischt mit dem Erschrecken. Voll konzentriert, weil es auf einmal kommt ein Ährhorn. Na super.
Ja, musst du mich auch wieder etwas wach machen. Achso, und da dachtest du mal, auch dann erschrecken wir mal die Steffi. Das ist auch nett. Ja, das ist alles in Ordnung. Dafür sind die Dinger ja da. Also, habe ich kein Problem mit. Solange mir das Herz nicht in der Hose rutscht, ist alles super. Ja, so ist das.
Oh, neues Abzeichen. Könnte eine Hämmer reingucken im ganzen Abzeichen. Nordamerikas. Ich glaube, wir hatten ja auch beim letzten Mal schon einige freigeschaltet, ne? Neues Abzeichen, nochmal. Toll, super. Ging ja schnell. Bei Forza Motorsport 5 gab es ja auch so viele Abzeichen, ne?
So, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht. 4 Rennen hatten wir, glaube ich, sogar noch offen, ne? Jetzt in der Veranstaltung. Ich glaube 4. Ich weiß jetzt aber nicht genau. Oder 3, ich habe keinen Plan. Kurzzeitgedächtnis. Oh Mann. Ja, ja, so ist das. Ja, 4 müssen wir noch, okay. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Nürburgring statt. Diese respekteinflößende Rennstrecke in der Eifel wird auch die grüne Hölle genannt. Oha. Interessanter Name, ne, für so eine Strecke. Es muss auch richtig geil sein, ne? Bei so einem Wetter mit so einem offenen Dach zu fahren. Einfach mal so Regenschirm hinbasteln, damit man nicht nass wird.
ist eben Open World. Naja, so ganz Open World ist es jetzt nicht, ne? Aber da kann man mal gucken, wie gut die Anzüge sind, ne? Diese Renneranzüge, die sie haben. Wie wetterdicht die sind. Oder ob er hinterher eine nasse Unterhose hat. Ich weiß ja nicht, was die immer noch darunter ziehen. Ich glaube, die ziehen ja immer noch was darunter. Aber ja. Der hat eine Badehose an. Meinst du? Ich würde ja fragen, hast du nachgeguckt, ne? Aber ja, geht schnell. Badekappe mit Schwimmbrille. Genau. Und an den Oberarmen hat er so kleine Schwimmflügel, ne? Damit er nicht untergeht.
Wir müssten ja eigentlich gleich fertig sein mit dem Rennen. Aber gleich danach ein bisschen was mal tun, damit ich wachbleibe auch. Ich merke nämlich auch, meine Augen werden langsam schwer. Weil das ein ziemlich ein bisschen entspannt ist gerade. Ziemlich entspannt. Oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung dafür. Der Ring. Ja, unter anderem, aber ich sag mal so, wenn der jetzt noch tropfen würde, also wenn man die Tropfen hören würde, dann würde es wahrscheinlich noch schlimmer sein, aber ich habe generell immer so das Problem, wenn ich halt solche monotone Spiele spiele, wie nun mal Rennsimulationen sind, auch sind, ne, also machen wir uns da nichts vor, die sind ja relativ monoton, wenn du dann die ganze Zeit so halt Strecken rundfahren tust, kann es mitunter schon mal passieren, dass wahrscheinlich die Augen schwerer werden. Es entspannt mich halt ungemein, weißt du? So. Also bei mir ist das zumindest so, wenn ich halt so monotone Sachen mache. Thank you.
nächstes Rennen findet in Lime Rock Park statt, der Heimat des Rennteams von Paul Newman.